Heyo, willkommen, hallo, buenos dias, grüß Gott. Haben wir alle Sprachen durch, bei weitem nicht alle. So, mal gucken, ich habe gerade den Server umgestellt, dass es ein bisschen mehr XP gibt. Kurz mein Mikrofon anders hinstellen. So. Okay, hier das tägliche Schauen. Kürbis, Rüben, Weizen, Reis, Bahn. Mais, 12 bloß noch. Heidelbeeren, 6 Tomaten bloß noch auf der Insel oder auf der ganzen Welt und die 3 Truthähne, okay. Gut, gut. Wir haben die Experience Points ein bisschen umgestellt. 3 Tage, okay. Ja. Erstmal was essen. Was viel Fett hat am besten. So. Mit. Okay. Ach Gott, ich habe ja noch Lautsprecher an. Mal bestimmt noch ein paar Bäume fällen. Wir haben ja kaum noch Holz, ne? Timber!
Chefs. You crazy. Don't do this. Thanks for the 1000 T-Fuel. Don't do this. Nein, doch. Oh. No. Why? Why? It's yours. I have a question. Do you got your supply drop yesterday? I have no supply drop. Nothing. Inventory empty. You can't do much with it. You can buy things from the store. The last thing I ordered was a towel. I have a t-shirt here. Yeah, me too. I have also sent a DM to Pepper. So maybe I'm thinking, maybe I give away a Steam game. I don't expect an answer from Pepper in the next hours. Or I let the prediction for the 2T fuel open for 4 hours. I don't know. I don't have stuff to give away. I have claimed all your coins you gave me last stream. Hier nicht irgendwo noch was vergessen? War hier nicht noch ein Wort? Hier. Do you have some crates? No, I don't can beg you for crates. Oh no, it's okay. And you don't have to
Give me the T-Fuel. Like I said, I don't think I need ever a single T-Fuel back. It's all yours. Now you give me 2k. Damn. Thanks for the another 500. I can't deactivate my donation button for you. If I'm able to, I had it disabled for you. You can buy things in the store. From the T-Fuel. Meine Sense. Oh, no, I got a supply drop. Well, this was fast. Nice. This was fast. Now I can open another giveaway.
New Prediction. Brave Browser Crates, but I take what I get. It's free, so I don't complain. I'm thankful fully for everything that I get. And we cannot use the crates for ourselves, so I don't care which crate I get or not. Also, I don't care if somebody is the only one active in my chat and get like 5 or 7 crates during the stream when nobody other is typing in the guess the number game, then he deserves it. When nobody others want a win, then one single person get 7 crates. I don't care. Hi Erik. Ah, by the way. Let me see. Guess the number is open, guys. You can win something. Congrats, Erik. Let me see. Do you have a Charlie badge? No, you have. Nein, doch. Oh. Erik, thank you for the 10 T-Fuel. Thank you, thank you, thank you. Every winner gets a Charlie badge. Some people will win more often. Not enough room in inventory. Cheat.
Let's plant some trees. Ist ja alles schon zugewachsen. Okay. Jetzt bringen sie Stuff back. Tomatoes. Das hat keinen Kraftstoff mehr. Da müssen wir mal ein bisschen Holz holen. Nein, da ist Stein drin. Wie kommt da Stein rein? Verdammt. So viel Stein, überall Stein. Oh nein. Damn. Nein, doch. Oh. Chess, thank you for the 50 T-Fuel. Thank you. Don't do this. You the only person are not allowed to donate. Don't do this. You crazy man.
Ah. Oh, wait. Schieben die Karre mal hier hin. So. Holz. Pflanzenfasern. Können wir das hier auch ins Feuer schmeißen? Hey, wake up! Gold Crates! Fair play! Thanks for the follow! But the gold crates are expensive, right? You get like 500 to 600, 700 T fuel from this, and you pay $5 or $4.50. Got one for me. OMG. I don't enter your chat anymore. you can't give me the crate. I only secretly lurking in your chat. Give it to your viewers or make a grand giveaway. Not for me. For real, give the items to your viewers or make a grand giveaway. I don't really need this. Noch nicht reif zum Ernten.
Yeah, I can't suggest you get the potato bot. You can install potato bot in App Store. Zeta has an App Store. And when the potato bot is in your channel, you can start a giveaway with with this command, request a number. You can also use an exclamation mark, so the command is not shown. Fairplay, yes, I like this game, but I can suggest play it with more people. With one or two people, it's not so funny. You have to learn many things for your own when you have only two or one people. You see here also my skills. Lumberyard oder Lumbering, Hunting, Cooking. When you have more player, every player can use his own specialization. But when you only one or two player, you have to go with all the specializations. You have many of them. Later you need industry, electronics, mechanic, oil drilling to create or craft a laser. An asteroid is circling around the planet. And after normally 30 days, the asteroid is hitting the planet and destroying everything. So you have reaching a certain amount of technology to create a laser. I'm the server owner, so I have set the impact day 60 days from start, while we are with two people not able in 30 days to create the laser, so I expanded the time. There's no PvP, it's PvE only, yes. You cannot die, you cannot drown in the ocean. You cannot die from falling from a hill. You cannot die, simply. No PvP. You have to take care of the environment. So if I throw away some waste, the earth around the waste will getting infected, and the plants and animals around the waste also dying. It's about the ecosystem. Ecosystem, yes. It's this game is about build a balance between technology and nature. If you use all the options you have with technology, you maybe destroy the nature. So if you, for example, hunt all animals, no animal will respawn. You have to let some animals alive. So the population can restock,
But when a rabbit enters my garden and eats my fresh planted seeds, then I kill the animal. Then I don't care. Fucking rabbit, run. My fresh planted plants. No, it's no PvP in this game. And you have to think carefully with your actions. For example, when you have a Ofen and smelt Ore to iron bars, then you get waste. And this waste should not touch the earth around or water. So we build a cave in the stone for the waste. Also, I must kill some vegetation here. I need a place for my garden. And the grass here takes the place, and my plants don't grow good. Every plant needs some place, and when grass is around it, then the plant growing slow or dying. The grass takes Nährstoffe. The grass takes the place and cast shadow, so the plant cannot grow. You have also a map. This is the planet. It's randomly generated. These are the buildings we already have. You can set some filters. For example, rabbit. You can see here the rabbit population is high. Ja, ich hab dich da schon rumspringen sehen. Hi Tanja. It's a very complex game. You have to eat. Now I am low on calories and cannot work, so I have to eat and must check the carbs, the proteins, the fat and vitamins. It must be equal level of all the ingredients, then I get a bonus for the experience, and the experience I need to get the next job. So for example, I have
Lumberwork. And Tanya has mining, so we can split the work. All this mining is Tanya doing, and when we need wood, I chopping the wood. It's about 25 euros, I think. It's about 28 to 30 dollars. But like I said, it makes more sense when you play it with other players or join a open server. Then you can fit your role, lumber worker or mining or growing plants or cooking. The game has a currency system. So you can say per item or per minute the campfire cost X amount of Charlie currency or Hase currency. You can create your own currency and others pay for items or get it for free. It's on you. We are playing with two, so we don't need currency and so. But when you're on a server with 30 players, the currency, I think, is needed. So I should eat something. You're getting seeds when you harvest your garden. You can plant the seeds, but not all plants growing in your garden. You have biomes or biomes. For example, a cactus or agave is not growing in my garden good. It's the wrong biome. Yeah, you can look in third person. And so first person. Ich wollte was essen. Look here, you are too hungry to work. I must eating. Cannot work without food. Was essen wir denn? Was essen wir denn? Can't stop.
Okay. And very low amount of things are waste. The most things you can use for something. For example, this is a earth, and you can use it for ramps. You can alter the world like so. Design the world you like. Congrats, fair play. GG! You have signs, you can write things on signs. Storage. And the storage is like visual. When you put wood into the storage, you see the wood. If you have stone in the storage, you see the stone. Or earth or dirt, you see the earth / dirt in the storage. So, Pflanzen war das hin.
Okay. Let's plant some trees. And if someone has a question about the game, feel free to ask. I cannot answer all questions, but some maybe. Esse ich die anderen Samen mal auf. So.
So. Brauchen wir denn hier Carbs? Nehmen wir noch ein bisschen Reisbrei mit. Now I'm traveling to the biome where the other plants are growing. Hi Mekabo, I'm good. Mm-hmm.
Hi, Mr. Pintail. Willkommen. Greetings. Lost Mindframe. Hey, willkommen. Okidoki.
ERB, I'm getting something to drink. Okay, back. Nein. Oh.
Hallo Hess, willkommen. Wie gerne würde ich das Reh eins mit der Schippe geben.
So. Ach, 5 Aufträge, okay. No Problem. Thank you.
Komme ich hier nicht durch? Da geht bloß noch ein Weg weiter, okay.
Na, ich tiger dann mal los, noch ein bisschen Eisen besorgen. Ich denke mal, Eisen brauchen wir noch. Aber auch ein Weg nach oben hier. Bräuchte mal einen Fahrstuhl oder sowas. Schwimmen wir da mal hin. In der Zeit trinke ich noch was. So. Eisen. Wir gucken einfach mal hier.
sieht nicht wie Eisen aus. Wo sucht man denn? Schwimmen wir da mal rüber. Hier ist auch Wüste. Das hier sieht genauso, Anführungszeichen, ergiebig mit Eisen aus. Kein Eisen. So viel Sandstein. Okay, Eisen. Was ist was? Wo muss man was machen? Oh, wie was? Ach so, hier beim Spiel. Ja, du musst diesen Asteroiden irgendwann abschießen. Also noch 41 Tage sind übrig und bis dahin müssen wir genug Technologie erlernt haben und Ressourcen gefunden haben, dass wir Laser bauen können, dass der Asteroid abgeschossen werden kann. Das ist das Spielziel. Momentan suche ich nach Eisen. Das sieht so ein bisschen rötlich aus, so wie das hier. Hier ist Eisen. Müssen wir den schmelzen. Man fängt halt ganz am Anfang an, also da hat man noch kaum Technologie und das muss man alles erst erforschen, das Schmelzen und sowas alles.
Ja, und das Endziel ist halt, den Planeten vor der Zerstörung retten. Da ist noch Eisen. Ist gar nicht so einfach, wenn man hier die ganze Zeit Eisen sucht und kaum was findet. Als ob hier noch was ist. Der Rest ist wohl normale Sandstein. Bisschen kann man ja hier erkennen, ob das normaler Sandstein ist oder ob das Eisen ist. Bei Eisen ist ein bisschen dunkler hier. Was wie gesagt, einfach so. Einfach so findet man hier kein Eisen. Jetzt sollen wir uns hier noch einen Wagenwegmarker hin. So, dann bringen wir das erstmal wieder weg. Haben wir schon mal 12. Besser als nix. Kannst halt auch sehr viel machen in dem Game. Bloß ist halt schwierig, wenn man mit wenig Leuten spielt. Dann müssen wenig Leute viele Berufe mit übernehmen. Normalerweise, wenn man da so einen Server spielt, wo mehr Leute drauf sind, da kann man sich dann spezialisieren. Beispielsweise, dass man nur Holzhacker ist oder nur Koch oder nur Minenarbeiter. Aber weil wir hier bloß zu zweit drauf sind, müssen wir natürlich sehr viel Berufe lernen und selber machen. Ich raus hier. Irgendwo Eisenbein, nee, da. Ne. 144 Meter, da laufen wir mal hin.
Alles, was so rötliche Sachen in der Mitte drin hat, hat es Eisen. Das hier wird kein Eisen sein, das hört man denn schon, wenn man es kaputt haut. Schon mal 16 in der Hand, 20, okay. So, mal gucken, wo wir hier am schnellsten wieder zurück zur Stadt kommen. Das ist ein See, ne? Ja, das ist ein See. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Fluss, wo man durchschwimmen kann. Da ist die Stadt. Mal gucken, wo ich hier bin überhaupt. Ah, okay. Müssten wir alles komplett umlaufen. Oder wir schwimmen darüber, also nach links und dann da lang. Dann schwimmen wir über den Teich rüber. Hier ist der Fluss. Die richtige Richtung. Ach da. Das ist falsch geschwommen. Wie gesagt, noch ein bisschen Eisen besorgen. Wir brauchen das für den weiteren Fortschritt. Also wirklich eine Mine habe ich noch nicht gefunden, wo ich Eisen in rauen Mengen abbauen kann. Hier ist auch Eisen. Da ist denn schon ein bisschen was, aber so richtig raue Menge gibt es ja hier auch nicht.
Jetzt mal gucken. Da oben ist was. Dies hier. Da sind wir full. Auf zurück. Selbst unter Wasser gibt es hier keine reichhaltigen Vorkommen oder so. Sieht alles aus wie Granit oder sowas. Ich schwimme schneller als ein Otter. Auf jeden Fall ist hier auch schon mal ordentlich eine Menge. Haben wir schon mal wieder 20? Ach, da fällt mir ein, wir werden mal einen neuen Code machen, ne? Code 3. Hatten wir. 1, 2, 3. Und dann machen wir 9. Wir können ja auch noch so ein Chatspiel machen. Thank you.
Wo tun wir die ganzen Sachen hin? Viel zu viele Steine. Da weißt du ja gar nicht mehr, wohin mit den Steinen. Finally, yes. Nein. Das war ja gar kein Eisen. Thank you.
Das Meer ist kaputt. Mechanik. Hast du geforscht? Ich habe da oben in den Mining-Fahrstuhl 0 schon wieder ein bisschen Eisen reingelegt. Besorgt noch ein bisschen. Da, okay. Hier? Nee. Ach hier. Ach hier. Aha. Noch wo? Vielleicht gerade zu. Everything that I love into flame, descent is my name, lament in my claim. The whip of a
who's in the game? A brother to me. The blood of the Kree. The sting of the animus, they bring out the man in us. I'm the king of the kill, it's unanimous. I'm slitting your throat, red matches your coat. The brave and the free, they will band with us. From Manwhat to Boston, it's a beautiful world to be lost in. There's no other frontier, we go to hunt here. Now the future is unclear. Fathers of freedom are found in the future. They fight in the face of the flames. Komische Musik, ey. Sieht doch nicht so aus, als ob hier ein Eisenball ist. Doch. Oder? Nee. Hier ist noch Eisen. Genau hinter mir. Wo soll hier noch Eisen sein? Ist das hier? Nee. Das auch nicht. Das auch nicht. Da ist noch Eisen. Ja, aber das war doch denn hier schon wieder. Chasing the sun, all those days trying to
Hier irgendwo noch Eisen. Hier soll noch was sein. Gucken wir mal. Hey, wake up. Hab ich mich erschrocken. Luko, willkommen. Gut. Ich glaube, den Marker, den kann ich dann ja auch löschen. Entfernen. Ein richtig tiefer Graben, wa?
Nein. Ist auch noch mal 4, okay. Reykjavik, Rio, willkommen. Kaliboy, welcome. Greetings. Atu, also welcome. Do you want to win something? Zula, willkommen. Hat erstmal zu tun. Okay.
Müssen mal irgendwie sehen, dass wir hier was ausgelagert kriegen, vielleicht. So viel Steine. Außenlager liegen auch schon so viel Steine rum. Schmeißen, dass ich da noch ein bisschen Öl presse. Alles hin. Okay. Die Bohnenpaste, die kann man wohl doch nicht verbacken. Ich dachte, die kann man verbacken. Schmeißen wir denn hier erstmal ins Lager rein. Gegrillter Mais, Talg und diese Beryllienzwiebeln, okay.
Fleischreste, die haben wir ja noch drüben. Headshot. So richtig mittig wird das nicht, ne? Lauf, Kanicke, lauf! Ich krieg dich trotzdem. Noch ein Kanicke. Vermehren sich ja wie die Kanickel.
eigentlich das Filet-Rezept? Sieht nicht so aus, ne? Genau am ungünstigsten Fleck steht hier ein Baum jetzt rum.
Nein, passt nicht mehr rein. Thank you.
das reicht doch erstmal da an Zeug, was ich hier gefällt habe. Haben wir erstmal ein bisschen Holz. Können wir noch ein bisschen Stein auslagern hier rüber. Gut. Machen wir noch eine Runde Chatspiel. Guess the number. Mechanik. Was ist Loggers? Logging. Verbrennungsmotor. Congrats, fair play.
25 Eisenbahn, das Kochen. Oh ja, gut, ist halt jetzt nicht ganz so wichtig. Wir haben ja genug Essen und so. Backen benötigt Kochen, das ist ja auch kacke, ey. Das hängt alles zusammen. Fortgeschrittenes Kochen, innovatives Kochen. Ja, woher wir jemals so viel Eisen nehmen sollten, können, das frage ich mich auch, woher ich so viel Eisen nehmen sollte. Kein Plan, du. Doch gar nicht möglich, so viel Eisen zu finden. Ich werde noch mal ein bisschen Kohle holen. Eisen wüsste ich jetzt nicht mehr, wo ich das herkriegen soll. Wir haben ja da hinten noch ein bisschen Kohle. Dann hole ich noch ein bisschen Kohle.
natürlich, ja, unter der Kohle finde ich jetzt wieder Eisen, ne? Das ist wieder Schicksal, ne? Ja, willkommen.
Boah, Hilfe, ich steck fest. So, haben wir noch ein bisschen Kohle und noch ein bisschen Eisen.
Wollte nämlich mal was testen. Wir haben jetzt 3 Stunden 55 übrig. Und wenn wir hier Kohle reinmachen, 13 Stunden. Gut zu wissen. Gut. Können wir nämlich noch einen Haufen Sachen herstellen lassen. So. Ich schieb den Karren hier an die Seite, vielleicht können wir die Kohle jetzt zwar noch nicht brauchen, aber ich denke mal in naher Zukunft.
Dreckskanickel. Überall rennen die Dreckskanickel rum hier. So, schon mal ja, angeschmissen hat die Lagerfeuer auch zu tun haben über Nacht. Gut, wir machen erstmal die Raffle fertig. Code 11. Good luck, everyone. Congrats to the winners. That's it for today. I'll be here tomorrow. Thanks for watching. Donations, follows. Danke auch Tanja fürs Mitmachen. Gut. Ja, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Dos Vidania.